denke ich, was schon in den Wortmeldungen angeklungen ist, die Diskussion, die Themen sind relativ alt schon. Also ich glaube, die wir ein bisschen älter sind, nicht ganz jung, kennen diese Thematik. Und ich würde sozusagen einfach als Einsatz für meinen Vortrag jetzt sagen, die Medien, die Werbung, die Medien sind nicht an allem schuld. Wenn es dann nämlich so einfach wäre, dass mit diesen Bildern, die einfach nur ausgetauscht werden müssten, und dann wäre alles anders, nämlich so, wie wir es angeblich wollen, dann hätte man das möglicherweise schon mal gemacht, was auch immer. Also so einfach ist dieses Verhältnis von Medienbildern, Selbstbildern, Körperbildern nicht. Und es gibt in den Medien ganz unterschiedliche Bilder. Und es gibt eben nicht nur diese Bilder, von denen bislang die Rede war, sondern es gibt auch die Bilder von den starken Frauen, von den starken Mädchen, von den Cybermädchen. Und es gibt auch von diesen vielen jungen Frauen, die ihre Porno-Geschichten drehen und die in der Pornografie ihren neuen Safe Space für sich entdeckt haben. Ich sage damit nicht, dass die sozusagen jetzt auf der richtigen Seite sind oder auf der besseren Seite sind, sondern ich sage nur, und was ich sozusagen ausführen möchte, dass von der einen Kritikseite an den negativen Bildern der Werbung bis zu diesen Bildern der starken Mädchen, der Killermädchen, der Cybermädchen, wie sie benannt werden, dass da sozusagen eine direkte Verbindung besteht, aber dass sozusagen in dieser Verbindung eine Verschiebung stattgefunden hat, die wir seit den 70er Jahren beobachten können. Und ich glaube, dass diese Frage, die von da drüben kam, würden wir denn heute noch die Forderung der Frauenbewegung, ob Kinder oder keine, bestimmen wir alleine, diese Forderung würden wir heute natürlich nie mehr so stellen. Die könnten wir gar nicht mehr heute so stellen, weil Kinder heute einen ganz anderen Stellenwert in der Gesamtgesellschaft hat. Und eine Frau, die keine Kinder hat, heute etwas ganz anderes bedeutet als in den 70er Jahren, wo über Fortpflanzung und Befreiung von der Fortpflanzung ein Fortschritt gesehen wurde, also eine befreite Geschichte, so wie in der Sexualität in den 60er, 70er Jahren eine Wahrheit und damit auch eine Befreiungsdimension hat, die heute definitiv darin nicht mehr zu finden ist. Und ich glaube, dass diese Verschiebung der Bedeutung von Sexualität im Hinblick auf Freiheit, Befreiung, Emanzipation, dass die ganz entscheidend ist, dass wir überhaupt diesen ganzen Markt, den wir hier gesehen haben, inklusive der Schönheitsoperationen und so weiter, dass der überhaupt so möglich ist. Also das ist sozusagen meine Grundthese und die würde ich Ihnen gerne jetzt vorführen. Die starken Killermädchen kommen, sie wollen nicht schön sein und nicht sexy, aber auf alle Fälle nehmen sie ihr Leben selbst in die Hand, vorläufig zumindest im Kino. So war es letztes Jahr an vielen Stellen zu lesen, nämlich weil auffällig viele Kinofilme im Programm waren, wo junge, kleine, starke Mädchen die Hauptrolle gespielt haben. So zum Beispiel in True Grit von den Coen Brothers, dieses Mädchen rächt ihren Vater, denn in Who is Hannah, wo Hannah als sozusagen Kampfmaschine gnadenlos tötet, dann in Winterspawn von Debra Granik aus dem Jahre 2010, wo dieses Mädchen, die älteste Tochter, für das Überleben der Familie, insbesondere ihrer psychisch kranken Mutter, kämpft. Anders als beispielsweise noch in Selma und Lois aus dem Jahre 91, der als Film für die Emanzipation der Frauen gefeiert wurde, und auch anders als in Baisemoir von Virginie Despentes aus dem Jahre 2002, der die Rache der Frauen an ihren Vergewaltigern inszeniert, sind die neuen Girls nicht länger mehr auf ihre Befreiung bedacht, sondern vielmehr auf die Sorge der Geschwister, auf die Sorge der Familie. Sie interessieren sich weniger für Sexualabenteuer als für Waffen und körperliche Fitness. Sie treten nicht als Kindfrauen auf, sondern als durchtrainierte Cybermädchen. Denken Sie zum Beispiel, und ich hoffe, es funktioniert jetzt nachher, an den Film, den David Fincher-Film, den letzten, The Girl with the Dragon Tattoo, eine Verfilmung von der Millenniums-Trilogie von Stieg Larsson, in dem Rooney Mara die Lisbeth Salander spielt, eine Hackerin, die gemeinsam mit dem Journalisten Blomqvist, gespielt von dem James Bond, Damien Craig, das Verbrechen, Vater vergewaltigt, Tochter, aufdeckt.
Lisbeth, das Salzburg-Mädchen, ist enorm erfolgreich. Es gelingen ihr spektakuläre Überführungen, was zum Beispiel die ihres Vormunds, der sie sexuell missbraucht, und Aufklärungen, um am Ende jedoch wieder das nicht zu bekommen, was sich insgeheim wünscht, nämlich die Liebe von dem Blomqvist, was sozusagen von Anfang an klar ist. Am Ende muss sie völlig vor den Kopf gestoßen erkennen, dass sie nicht seine Liebe ist, sondern eine andere. Auch Cyborg-Mädchen haben also Träume, was wir spätestens mit dem Cyborg-Manifest von der Donna Haraway eigentlich wissen hätten können, dass diese in der Mitte der 80er Jahre veröffentlichte, wo sie die Cyborg, die Figur der Cyborg, als Denkfigur eingeführt hat, als einen Joker für Utopien, soziale Utopien in einer Welt, in der Ökonomie und Technik zu ausschließlichen Parametern geworden sind. Ich würde Ihnen jetzt gerne den Trailer einspielen, nur für diejenigen, die es noch nicht kennen, wie diese Mädchen, sozusagen wie diese Cyborg-Mädchen. Gender Trouble, die ins Deutsche übersetzt wurden mit das Unbehagen der Geschlechter
von Judith Butler, die Sie sicherlich alle gelesen haben und sicherlich alle kennen, die mit einem Schlag damals Anfang der 90er Jahre, als sie erschienen sind, die feministische Debatte plötzlich zu einer von Männern und Frauen macht. Plötzlich wurden die Männer genauso interessiert an diesem Doing Gender durch diese Studie oder durch diesen Band von Judith Butler. Hieraus entwickelten sich in der Folge die sogenannten Queer Studies, die Sexualität als Lebensform, als Lebensstil eingeführt haben. Ab diesem Zeitpunkt findet sich der Begriff beispielsweise der Metrosexualität auffällig häufig in allen möglichen Journalen und Magazinen. Butler hat in ihrem Band Das Unbehagen der Geschlechter, das Paar, Sex und Gender, das seit den 1960er Jahren die Diskussion um psychische und soziale Identitäten angeleitet hatte, auf den Kopf gestellt und betont die materielle Seite dieses Paares, also was als Sex bezeichnet wurde, was als Körper, als Anatomie, als Gegebenheit, Materie und so weiter, müsste immer schon durch die Dimension des symbolisch-kulturellen hindurch, um als Körper, als weiblicher, männlicher, transsexueller gelesen zu werden. Das heißt, es gibt nach Butler keinen, wie auch immer definierten Zugang zur Materie des Körpers, sondern immer nur zu dessen Zeichen. Mit der Einführung der Formel Doing Gender als dem performativen Aspekt jeder identitären Setzung unternimmt Butler den Versuch, Gender als ständig aufgeschoben zu bestimmen. Geschlechtliche Setzungen werden als notwendige Illusion bestimmt. Sie verdecken, dass es einen wahren Kern von Geschlecht nicht gibt. Männlich und weiblich sind hierbei auf unterschiedliche Weise je illusionär. Doch diese, und ich habe das nochmal sozusagen ausführlich zusammengefasst, denn mit der Diskussion um das Unbehagen der Geschlechter und Bodies That Matter, Körper von Gewicht, wie der zweite Band von ihr hieß, ist, glaube ich, der letzte Akt sozusagen einer psychoanalytisch-ideologiekritischen Auseinandersetzung um Körper, um geschlechtliche Identitäten erfolgt. Ab diesem Zeitpunkt können wir eine unglaublich schnelle Abwendung von diesen feministischen Positionen wahrnehmen, denn eine psychoanalytische Fassung eines Begehrens verliert ab diesem Zeitpunkt enorm an Gewicht. Die Gründe hierfür sind vielfältig und können nur stichwortartig benannt werden. Seit den 1990er Jahren verschiebt sich ein allgemeines Interesse auffällig auf Affekte, auf Emotionen, auf Gefühle und erklärt die Dominanz der Sprache, die das gesamte 20. Jahrhundert charakterisiert hat, für beendet. Hieran sind auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Kräfte beteiligt. Die Gehirn- und Medienforschung, das Ende des Kalten Krieges, damit einhergehend die Infragestellung des Ideologischen insgesamt, die Überführung feministischer Bewegungen in queere und urbane Metrosexualitäten, ein neuer Fokus auf Prozesshaftes, sowohl in der Philosophie als auch in den Naturwissenschaften, die Ersetzung des Psychischen durch das Neuronensystem des Gehirns, die Veränderungen der politischen Systeme durch ihre neoliberale Umschrift, das haben wir heute schon mehrfach gehört, der Austausch von Sexualität durch Affekt. An zwei Beispielen möchte ich Ihnen dies kurz demonstrieren. Zum einen das kontrasexuelle Manifest 2003 erschienen von der spanischen Feministin Beatriz Preciado, die die Herrschaft des Dildos ausruft und fordert, den Naturvertrag zwischen den Geschlechtern und der Gesellschaft endlich in einen kontrasexuellen Vertrag zu überführen, wodurch Sexualität nicht länger mehr als eine natürliche, sondern als eine technische Frage behandelt werden könnte. Durch den Dildo würde eine neue Demokratie der Geschlechter entstehen, die die Herrschaft des Phallus endgültig subvertieren würde und die genitale Sexualität als eine mögliche Lustoption unter vielen anderen mehr propagieren würde. Ein anderes Beispiel auf einer theoretischen, also auf einer anderen theoretischen Ebene gelagert, ist der Band Abstract Sex aus dem Jahre 2004 der britischen Kulturwissenschaftlerin Luciana Parisi, die dort ein utopisches Modell für sexuelle Verhältnisse in einer biodigitalen, wie sie es nennt, Gesellschaft beschreibt, in der es keine Fortpflanzungssexualität mehr gibt, denn diese ist längst von der Technik des Klonens und anderen technischen Errungenschaften abgelöst worden und daher nicht mehr notwendig. In dem Zusammenhang bespricht sie auch, dass die Eier der Frauen eben einen besonders wertvollen Status erlangen werden. Sie beschreibt dies aber sozusagen einfach als Gegebenheit und entwickelt hieraus ein Modell, wie wir sozusagen damit umgehen können. Sexualität
hat in beiden Beispielen ihren spezifischen Bezug zu einer Wahrheit des Subjekts, wie Foucault sie beispielsweise in seinen Arbeiten analysiert hat und wie sie die Psychoanalyse als Basis vorausgesetzt hat, verloren. Vielmehr ist sie zu etwas geworden, das weder menschlich noch genital, sondern zellulär, anonym, apersonal, subjektlos, maschinisch, technisch und so weiter funktioniert. Kommen wir zum dritten Moment, was auch schon angesprochen wurde, Enttabuisierung auf der einen Seite, sozusagen also alles, was mit Sexualität zu tun hat, ist sozusagen gnadenlos jeglicher Transparenz ausgesetzt, versus Pornografisierung oder beide möglicherweise eben das Gleiche. Alle kennen Sie diesen Anblick, wenn junge Frauen in die Hocke gehen, sich bücken, dann kann man sozusagen naiv, unschuldig einen Blick auf die diversen Tattoos werfen, die Hosen hängen so weit hinunter, auch von den Jungs, dass man immer den Eindruck hat, man muss ihnen helfen, sozusagen dazugreifen, dass sie nicht ganz hinunterrutschen. Also sozusagen die Körperteile, die ehemals unvorstellbar, es wäre unvorstellbar gewesen, die sozusagen so frei durch die Städte in der Öffentlichkeit zu tragen, ist heute ganz klar, dass es jeder macht und auch manchmal machen es noch ältere Leute, da sind wir dann meistens etwas vielleicht peinlich berührt. Wenn die Menschen zu dick sind oder eben zu alt sind und trotzdem noch eben in diesen Jugendwahn der nackten Bäuche und so weiter sich sozusagen hineinquälen. In Saunalandschaften und Fitnessstudios inszenieren sich körpergestaltete Männer ebenso ganzkörperrasiert mit passendem Piercing wie Frauen mit brasilianischem oder amerikanischer Bikini-Rasur. Die Zunahme der Schönheitsoperationen ist ein weiteres Indiz, da muss ich nichts mehr dazu sagen. Eine Tendenz muss jedoch erwähnt werden, also eine Tendenz, die ich in meinen, also vielen Arbeiten dazu über die letzten Jahre immer wieder versucht habe, als selbstpornografisch zu bezeichnen. Nicht um zu sagen, dass die Leute irgendwie dumm sind oder sozusagen der Werbeindustrie auf den Leim gegangen sind, sondern eben zu versuchen zu verstehen, warum es alle ja freiwillig machen. Es ist ja niemand gezwungen, es steht ja nirgends eine Gesundheitspolizei, die sagt, so und so muss man heute ausschauen, so und so muss man sich heute kleiden, sondern sie können alle in sich selbst feststellen, wie im Laufe der letzten Jahrzehnte sich Standards von Schönheit, Standards von Wohlfühlen, Standards von Kleidung und so weiter verändert haben, die sozusagen unbemerkt, unbewusst, subtil uns selbst, also unsere Wahrnehmung, mitverändern. Ein gutes Beispiel, wenn ich mache das immer mit meinen Studenten und Studierenden und Studentinnen, ist das Thema der Behaarung. Ich denke mir, das ist so ein einfaches Beispiel, an dem man so wunderbar vieles festmachen kann, wie Kulturen eben so etwas von wie schön, sauber, hygienisch und so weiter abhandeln. Und dieser unterschiedliche oder dieser historisch sozusagen, dieser Wechsel von Behaarung versus Enthaarung und mit allen Implikationen, die damit verknüpft sind, kann man eben wunderbar heute sehen. Also wenn Sie heute in der Sauna sind und Sie sind nicht sozusagen von Kopf bis Fuß rasiert, dann sind Sie eine Ausnahme und haben den Eindruck, huch, irgendwie, ne? Also so, das kennen aber alle diese Geschichten. Und wie man sozusagen, wie man plötzlich an sich selbst feststellt, dass man bestimmte Dinge, dass die einfach nicht, einem nicht mehr gefallen, oder dass man plötzlich Dinge, Achselbehaarung, dass man die plötzlich schrecklich findet. Ich sage nicht, dass es alle so finden, aber ich will es nur als Beispiel, an dem kann man sozusagen an einem ganz harmlosen Thema, kann man eigentlich ganz schön beobachten und festmachen, wie sozusagen, wie diese Dinge greifen, ne? Wie man plötzlich selbst sozusagen weiß, man schaut sozusagen jetzt nicht, oder man könnte eventuell ungepflegt oder wie auch immer wirken. Das Phänomen ist also nicht neu, verändert hat sich eben jedoch sein Stellenwert in einer Zeit, in der die Ideologie von Sexualität und Wahrheit völlig abhanden gekommen ist. Also ich will damit sagen, dass Sexualität deswegen auch zu so einem Einsatzgebiet werden kann, weil eben alles, was damit verknüpft war, bis weit in das 20. Jahrhundert hinein, in die 70er Jahre, als eben viel von diesen Befreiungsmomenten über Sexualität verknüpft waren. Eben die Frage von Kinder oder keine Kinder, die Frage von Beziehungen, welche Form der Beziehung, der monogamen versus der polygamen Beziehungen, von lesbisch versus hetero und so weiter. Das sind alles Momente, die über die Frage von Sexualität mit ihren bestimmten Begehrensformen und Lustformen verknüpft waren. Diesen Stellenwert hat Sexualität, würde ich jetzt etwas provokant behaupten wollen, nicht mehr.
Und ich glaube, das ist auch ganz bezeichnend, dass man in Mediendebatten, Medienanalysen, mit diesen Analysen, mit denen wir in den 70er, 80er Jahren selbstverständlich gearbeitet haben, indem wir gefragt haben, was ist denn an diesen Bildern attraktiv? Mit welchen Bildern identifizieren wir uns dann? Dass diese Fragen nicht mehr funktionieren. Wir identifizieren uns mit diesen Bildern, jein, aber auf eine andere Frage, auf eine andere Art und Weise, wie beispielsweise die Psychoanalyse hierauf eine Antwort geben hätte. Wie sehr Sexualität einerseits unbedeutend geworden ist, um gleichzeitig jedoch alles, um mit ihr verkäuflich zu machen, Werbung, Kunst genauso wie die Medien, zeigt sich auch in ihrer völligen Enttabuisierung in den westlichen Industrieländern. Die aufregend eben der 1960er Jahre, beispielsweise hier jetzt in Wien, die Wiener Aktionistinnen, Walli-Export, um nur sie zu nennen, und andere, die Aufregung, die sie auszulösen imstande waren, sind heute längst verklungen und für eine Generation von Jugendlichen meist nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Sexualität bildet keine Ebene der Konfrontation mit der Elterngeneration, die möglicherweise die neuen Rituale nicht nachvollziehen kann, die sie in der Regel auch nicht autoritär unterbinden möchte. Dem widersprechen die Anstrengungen der Eltern, Sperren beispielsweise in Computer einzurichten, um Kinder und Jugendliche daran zu hindern, unerlaubte Seiten zu besuchen, nicht unbedingt. Vielmehr sind sie ein Versuch der älteren Generationen durch Verbot und Aufschub, Wunsch, Fantasie und Begehren nicht völlig verschwinden zu lassen. Auch andere Positionen wie religiös argumentierende Kritiker und Kritikerinnen, politische Fundamentalistinnen und Fundamentalisten und konservative Feministinnen versuchen, diese sexuelle Freiheit zu bekämpfen, da sie in ihren Augen der Hauptgrund für einen allgemeinen Werteverfall darstellen. Sexualwissenschaftler und Innen, Psychoanalytiker und Innen würden dem nicht unbedingt widersprechen, legen jedoch eine andere Interpretation vor. Die lautet, die Kraft des Symbolischen in Bezug auf die Sexualität habe derart abgenommen, dass die libidinöse Besetzung in sich implementiere. Angesichts der vielen nackten Körper in der medialen Öffentlichkeit, angesichts der queeren Theorien, die das Multiplewerden und Changieren von Identitäten zum Programm erhoben haben, sind so ihre Schlussfolgerung, ist das sozusagen der Effekt, Interesselosigkeit und langweilige, notwendige Folgen. Ein libidinöser Rückzug findet statt, da keine Bewegung des Begehrens mehr möglich ist. So wird von Seiten der Psychoanalyse viel und nicht nur von dieser Seite aus vielfach argumentiert. Volkmar Sigusch, ein ganz alter der Sexualwissenschaften, spricht in diesem Kontext von einem zunehmend asexuellen Lebensstil, den man jedoch nicht mehr länger oder längst nicht mehr als perversen stigmatisieren könnte. Vielmehr müsse er als eine weitere Form neosexueller Ausprägung betrachtet werden. Wenn eine Zeit, die dem Einzelnen und der Einzelnen nicht nur alles erlaubt, sondern sie jeden Einzelnen geradezu zwingt, alles zu sein und alles zu haben und dies vor allem auch zu genießen, ist die Abnutzung von allem und allem entsprechend schnell. Aber anstelle eines befreiten Jagens nach Glücksmomenten macht sich eben die schon angesprochene Langweiligkeit und Müdigkeit breit, sich auf jemanden oder etwas einzulassen. Darum auch so diese Faszination mit diesen Cyberbeziehungen, weil man sich auf nichts einlassen muss. Gleichzeitig ist man natürlich, ich will das eben nicht nur so negativ stehen lassen, man ist unglaublich engagiert, denken Sie nur an die ganzen Facebook-Geschichten, das ist eine unglaubliche, beinahe körperliche Sucht, mit dieser medialen sozusagen Dauerverbindung zu leben. Und ich kenne selbst sehr viele Studierenden, die sozusagen sich von ihrem Facebook verabschiedet haben. Und das ist echt wie eine Sucht, die man sozusagen bekämpfen muss. Paul Verhaeghe, ein Psychoanalytiker, ein belgischer Psychoanalytiker, hat in einem Band, der 2003 auf Deutsch erschienen ist, Liebe in Zeiten der Einsamkeit, auf dieses Paradoxon hingewiesen und auf die Gegenstrategien aufmerksam gemacht, die überall bereits in seinen Augen am Werk sind, dieses Alles-Sein und Alles-Haben einzudämmen. Eine hysterische Suche, schreibt er, würde sich nach neuen Verboten, nach neuen Führen, nach neuen Regeln und Ritualen beobachten lassen.
Und ich glaube, das ist nicht schwer, dies zu beobachten, diese neuen Rituale. Denken Sie beispielsweise an diese aufflammende Diskussion der Jungfräulichkeit, mit der wieder geheiratet werden sollte und so weiter. Ne? Oder die sozusagen das Pendant auf der Seite der operativen Techniken, die Angebote, diese sozusagen Hymen wiederherzustellen, was es kostet und so weiter und so weiter. Oder beispielsweise eine Brasilien, ich weiß, haben Sie möglicherweise gelesen, kurz vor wenigen Tagen war das in den Medien, geisterte das überall herum, eine 20-jährige Brasilianerin, die ihre Jungfräulichkeit versteigert hat und der Meistbietende, der zahlt jetzt, ich weiß nicht wie viele, Hunderttausende von Euros, um mit ihr sozusagen auf dem Flug, um es ja in keinem Kontinent zu machen, sozusagen dieses Moment der Entjungfrung vornehmen zu dürfen. Aber ich komme damit zum nächsten Punkt, Selbstermächtigung und oder Kontrolle. Ich spiele Ihnen einen, wenn wir noch Zeit haben, einen kleinen Clip vor, und zwar von einem schwedischen Kollektiv, Porno-Kollektiv, und zwar ist die Ingrid Rieberg, eine Regisseurin und Autorin, die in ihrer Arbeit betont, dass für die jungen Feministinnen Pornographic Movies und sich sozusagen mit pornografischen Filmen selbst zu artikulieren, wäre der New Safe Space for Young Feminist, wie sie schreibt. Und vielleicht können wir es am Ende uns angucken, wenn man sehen, wie Zeit ist. Es gibt auf ihrer Homepage Dirty Diaries, die 2009 erschienen sind, eben von sehr vielen jungen Frauen Pornos. Und sie behauptet eben sozusagen in der Ermächtigung und in der Besetzung, in der Kontrolle des Körpers, eben was alles diesen Körper ausmacht, würde eben eine neue Kraft, ein neues Empowerment zu tragen kommen. Diese Selbstermächtigung durch Porno entsprechen auf literarisch-theoretischer Ebene beispielsweise Bändchen wie Die eindimensionale Frau von Nina Power, der Name ist Programm, die mit Blick auf die alte Sprengkraft von Sexualität und Leben, wie dies in den 1970er Jahren von Feministinnen wie beispielsweise Shulamit Firestone eingefordert wurde, Pornografie als eine spezifische Art der Arbeit versteht, nachgerade als paradigmatische Form von Arbeit. Oder denken Sie an die Romane von Charlotte Roche, Feuchtgebiete und Schoßgebete, worin die Autorin diese alltägliche Pornoarbeit mit großem Medienecho vorgeführt hat. Feuchtgebiete ist eine akribische Erforschung des Körpers und seiner Öffnungen, Säfte, Gerüchte seines Eigenlebens und seiner Lustpotenziale. Haare, Poren, Exkremente werden polymorph, libidinös besetzt werden. Schoßgebete, der zweite Roman von ihr, diese Arbeit ausweitet auf die Coucharbeit, Therapie und die Ehe-Pornarbeit. In beiden Romanen geht es um Frauen, die ihren Körper frei erleben wollen, hierfür jedoch hart trainieren müssen, um eine Disziplin der Lust und Lüste ständig aufrechtzuerhalten. Und schließlich die neue Steigerung all dessen, die Einführung und Analyse des erotischen Kapitals, so der Buchtitel aus dem Jahre 2010 von Catherine Hakim, nach dem ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapital, nun auch endlich das erotische Kapital. Und das ist kein sozusagen nicht ironisch gemeint, sondern das ist eine ganz sich ernst nehmende, verstehende soziologische Studie, in der die Autorin beschreibt, warum in unserer Gesellschaft Erotic Capital increasingly important in the sexualized culture ist. Und sie begründet das und warum das so ist und dass das sozusagen von den Feministinnen insbesondere ganz, ganz lange Zeit falsch verstanden worden wäre. Und die Frauen, die das instinktiv immer schon gewusst hätten, dass sie mit ihrem erotischen Kapital eigentlich ganz gut fahren würden, wurden immer als dumme Blondchen abgetan. Heute hätte man aber längst erkannt, die Anlage, die gute Anlage in erotisches Kapital. Und darum führt sie eben in ihrem Band vor, wie sozusagen dieses erotische Kapital investiert werden soll, um sozusagen das Kapital auch zu vermehren entsprechend. Sie schreibt, Erotic Capital is similar to human capital, it requires some basic level of talent and ability. Also bis zu einem gewissen Grad, wenn man es nicht schon hat, kann man es durchaus erlernen. Als die feministische Bewegung in den 1970er Jahren die Stereotypenbilder des Weiblichen zu analysieren begonnen hat,
begannen, mündete dies zumindest bei einem Teil der Bewegung, beispielsweise nochmals die Valley Export, die ich schon benannt habe, in die Verwerfung von Bildern von Frauen. Also die Valley Export, wie viele andere, haben gesagt, es gibt keine Bilder von Frauen, sondern wir müssen erst neue Bilder von Frauen für Frauen erschaffen. Heute erscheint diese Geste genauso unsinnig wie die einstmals katholische Forderung, erst nach der Eheschließung miteinander ins Bett zu gehen. Die Alltagspraxis hat die Vorgänge auf den Kopf gestellt. Nicht nur machen alle Bilder von sich und stellen sie freiwillig ins Netz, auch geht man heute zuallererst ins Bett, um dann möglicherweise darüber nachzudenken, ob sich hieraus eine Beziehung entwickeln könnte. Fragen nach Erotik und Pornografie, nach sexueller Differenz und Gender haben sich durch die hier angesprochenen Verschiebungen stark verändert. Sie sind heute Mainstream, hierzu auch die bemerkenswerte Aufnahme von Gender Mainstreaming in die Politik mit zahlreichen Ambivalenzen und durchaus konservativen Implikationen. Ich meine nicht, dass es prinzipiell konservativ ist. Ich sage, es gibt Implikationen, die durchaus konservativ mit konservativen Effekten verknüpft sind. Man könnte also in Paraphrase von Judith Butlers Sex-Gender-Bestimmung heute ausführen, dass es weniger relevant ist, dass Sex immer schon durch die signifikanten Kette gewandert ist, als dass Sex auf jeden Fall durch den Währungsstrom des Marktes und der Medien geschwommen ist, um als Sex käuflich zu werden. Doch bei all dieser eindimensionalen Sicht sollte eine Bestimmung noch am Ende meines Beitrags angeführt werden, die aus einer anderen Epoche des Denkens stammt. Die Psychoanalyse hat zwar heute ihren Marktwert eingebüßt, aber ihre Sicht auf manche Dinge ist doch immer wieder erfrischend aktuell. In Bezug auf die menschliche Sexualität meinte Freud nämlich immer wieder, sie hätte so gar nichts mit dem animalischen Instinkt gemein. Und Lacan hat diese Bestimmung nochmals auf seine Art weitergetrieben, indem er einmal anfügte, dass es bei den Tieren allemal menschlicher zuginge als bei diesen. Sexualität ist also nichts Natürliches. Über fast ein Jahrhundert musste die Theorie Freuds hierfür ständig verteidigt werden, damit heute endlich alle einsehen, dass sie tatsächlich keine Frage der Natur und damit der Wahrheit ist, sondern heute eine der Technik, der Ökonomie. Jede Befreiung überführt, wie sie von Norbert Elias beispielsweise analysiert wurde oder von Michel Foucault und vielen, vielen anderen, führt notwendigerweise in ihr Gegenteil oder wie heute, also es gibt ja oft diese, dass man sagt, die Befreiung führt dann sozusagen wieder in genau das Gegenteil und es wird sozusagen die große Unterdrückung. Aber ich würde sagen, dass man mit der einfach Umkehrung und der notwendigen Verkehrung ins Gegenteil nicht weiterkommt, sondern ich glaube, dass sich heute die Frage frei oder unterdrückt gänzlich, also Sexualität und Körperlichkeit aus dieser Opposition gänzlich ausgeklinkt hat. Wir stehen heute also vor folgender Situation in Bezug auf das hier zu diskutierende Thema. Der Körper als Natur und Frauen sozusagen dieser Natur besonders nahe, wie wir schon gehört haben, war im 20. Jahrhundert ein umkämpftes Terrain von Politik, Staat und Frauenbewegung. Und die Lisbeth Traloré hat ausgeführt, nicht nur im 20. Jahrhundert. Frauen haben über viele Jahrzehnte hinweg versucht, sich aus dieser Körperschere, to be body or nobody, wie es die Tanja Modleski, eine Medienwissenschaftlerin vor vielen Jahren bezeichnet hat, zu befreien. Vor allem mit Hilfe der Psychoanalyse gab es in den 70er und 80er Jahren eine klare Setzung auf diesen Körper als einem kulturellen, sozialen Zeichensystem. Der Körper war weder Wahrheit noch Natur, er war ein Konstrukt, ebenso wie die Frage von Gender eine des Tuns, des Handelns ist. Heute ist dieser Körper zum Spezialeinsatzgebiet für jedermann und jede Frau geworden und auf befremdliche Weise nicht nur das Einzige, was wir haben, sondern auch das Einzige, was wir sind. Von früh wird in diesen Körper investiert, um ein sehr eng definiertes Körperbild zu erhalten und aufrechtzuerhalten, um den Preis, diesen auf radikale Weise wieder als dass dieser Körper wieder eine radikal ontische Setzung erfährt. Der Körper ist längst kein Zeichenkomplex mehr, kein diskursives Konstrukt mehr, sondern, wie es an vielen Stellen zu lesen ist und wie ich auch in meinen Arbeiten immer wieder versucht habe aufzuzeigen, ein affektiver Organismus, der mittels technischer Interventionen von jedem und jeder Einzelnen als Garant für Glück und Erfolg in Schuss gehalten werden muss. Verantwortlich für diesen Körper und seine Gesetze ist längst nicht mehr die Gesellschaft,
sondern der Einzelne, die Einzelne. Und ich denke, das ist eine von diesen perversen Entwicklungen, die sozusagen angesichts der Forderungen, die die Frauenbewegung in den 70er Jahren gestellt hat, ne, das Private ist politisch und damit sozusagen das Private ist etwas kollektiv, was uns alle gemeinsam angeht, dass wir heute sozusagen eine Entwicklung haben, die in die absolut radikale Gegentendenz sich entwickelt hat, dass sozusagen aufgrund, weil alles machbar ist und weil alles sozusagen käuflich erwerbbar ist, ist jeder Einzelne, jede Einzelne dafür selbst verantwortlich, wie er und sie mit dem Körper sozusagen daherkommt, um es etwas salopp auszudrücken. Feministische Theoretikerinnen haben diesen Körper als Wahrheit bekämpft, um ihn heute als neue ontologische Basis wieder zu feiern. Das ist nämlich noch ein anderer Punkt, den ich jetzt hier aus Zeitgründen nicht ausgeführt habe. Es gibt in der feministischen Theorie gibt es einen unglaublichen Schub an neuen Theorien, die ein New Materialism feiern, wo sozusagen Materialität als solche wichtig wird und wo Diskurs und Symbolik und Sprache alles sozusagen als inferior und als weniger wichtig erachtet wird und wo sozusagen dieser Materialität eine Eigengesetzlichkeit, eine Eigenmächtigkeit zugesprochen wird. Und ich glaube, man muss sich diese Diskurse zu dieser neuen Materialität genau angucken, um zu sehen, dass die mit diesen Dingen, die wir heute hier besprechen, sehr wohl zu tun haben. Nicht jedoch als eine gegebene, also diese ontologische Basis wieder zu feiern, nicht als eine gegebene, sondern als eine, in die investiert werden muss, um sein Kapital, ob es nun das Erotische ist oder wie auch immer welches Kapital, zu vergrößern und gut anzunehmen. Jetzt ist meine Frage, ob es noch von der Zeit her geht, ob man diesen kleinen Trailer, kurzen Trailer, das würde gehen, weil dann würden Sie einfach einen Mini-Eindruck kriegen von diesen Dirty Diaries von den schwedischen Porno-Filmerinnen. Diese Dirty Diaries in vielen Seminaren, in vielen Vorträgen, auch gerade in letzter Zeit auch mit den Pussy Riots und Filmen von der Ukraine in Verbindung gestellt, weil da gibt es schon, auch wenn die andere Ziele verfolgen und in einem anderen politischen Kontext agieren, aber da gibt es schon große Ähnlichkeiten, würde ich zumindest sagen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Jetzt sind mir natürlich einige Dinge aufgefallen, aber ich stelle sie an den Schluss, bevor nicht die anderen zu Wort gekommen sind. Ihre Wortmeldungen bitte. Fragen, Irritationen, Anmerkungen. Ich darf um Ihr Wort bitten. Ich hatte noch keine feministische Pornografie, aber für mich war das ganz normal.
Ja, aber ich wollte nur, weil wir sozusagen auf der Homepage von Dirk Diaries wird eben, das ist jetzt ein eher harmloser Zusammenschnitt, den man von der Homepage herunterladen kann. Ne? Von ihren Arbeiten, die sind öffentlich, also die kann ich nicht hier einfach zeigen. Aber ich wollte nur sozusagen, dass insbesondere in Nordeuropa ist diese feministische Bewegung sehr, sehr stark von diesen Porno-Bewegungen motiviert. Ich habe hier eine zweite Wortmeldung. Zunächst mal vielen Dank, dass Sie quasi die Medien, dass Sie Ihnen nicht allein Verantwortung gegeben haben für die Situation, in der wir heute sind. Das finde ich sehr angenehm. Oder fortan auch weiterzudenken, wo Sie mich sehr in der Verwirrung gelassen haben, ist, hat der Körper jetzt noch eine Chance, noch Genuss überhaupt erleben zu können? Weil Sie einerseits sehr schön dargestellt haben, dass der Körper immer stärker quasi als Projekt begriffen wird, der zu modellieren ist, mit Körperkunst, mit Operationen, was wahrscheinlich auch immer mehr für beide Geschlechter zutrifft, meiner Meinung nach nicht nur noch für eines. Gleichzeitig aber auch, dass es immer mehr Lebensweisen gibt der Asexualität oder wo der Körper vielleicht auch nur mehr über Essen sexuell gelebt werden kann. Also das ist für mich ein bisschen die Frage, hat der Körper quasi im 21. Jahrhundert noch eine Chance, nicht digital erweitert, für die Menschen Freude zu bereiten? Also quasi so, dass irgendwie habe ich den Eindruck, dass Sie auch angesprochen haben, dass das Ich entkoppelt sich ein bisschen vom Körper, oder ich habe es mir so verstanden. Also dass wir ein mediales Ich haben, was irgendwie in Facebook ist und dort ist, und dann gibt es aber ein Körper-Ich, und wo kommen die noch zusammen? Oder soll es überhaupt so sein? Und dann ist noch eine Frage, an welche Beispiele Sie gedacht haben, dass Gender Mainstreaming konservative oder nicht fortschrittliche Aspekte hat. Das würde mich politisch interessieren. Wenn der Eindruck entstanden ist, dass ich meine, dass im 21. Jahrhundert keine körperliche Lust mehr möglich ist, dann ist das falsch. Was ich damit sagen wollte, ist, dass sehr wohl in diesen Körper durchaus lustvoll investiert wird. Von den ganzen Wellness-Geschichten, die benannt wurden, über Yoga, über Fitness und so weiter, das ist ja, zumindest würde ich jetzt in Anspruch nehmen, teilweise auch lustvoll, das ist ja nicht nur unlustvoll. Ne? Und es gibt unglaublich viele verschiedene. Ich meine nur, dass Sexualität ein Strang unter vielen geworden ist, um sozusagen über Lust zu sprechen. Ich glaube, es ist sehr sozusagen demokratisch geworden, ob wir über Essen sprechen und die Lust am Essen oder Trinken oder über Rauchen und über andere, diverse andere Lüste. Sexualität ist eine Lust unter vielen anderen. Ich glaube, das ist sogar eine große Verschiebung. Und in den 60er, 70er Jahren hat auch, nicht nur, aber auch die Frauenbewegung sozusagen ihr Ding auf, also das war sozusagen, Sexualität war dieser große Bereich, dieses große Feld, wo sozusagen die Politik und die Wahrheitspolitik gerungen hat. Und das war sozusagen der große Kampfschauplatz. Und ich glaube, das ist heute so nicht mehr. Mit der Gender Mainstreaming, mit dem konservativen Momenten ist das sozusagen, wenn unter dem, das ist ein Widerspruch, wenn man Gender hernimmt, wie der Begriff unter anderem von Judith Butler definiert wurde, als etwas, was nie sozusagen bestimmbar ist, was sozusagen keinen essentiellen Kern an Wahrheit aufweist, sondern eben ständig eine Illusion ist, also die ständig vorgibt, sozusagen weiblich zu sein und zu tun, als ob, detto männlich, dann ist sozusagen Gender Mainstreaming ein Widerspruch in sich, weil Gender Mainstreaming muss sozusagen, das wissen Sie alle besser hier, die in der Politik arbeiten oder in Gesundheitspraxen und so weiter,
muss ich davon ausgehen, dass es konkrete Männer und Frauen sind. Und es wird Gender sozusagen in seiner theoretischen Dimension, wird es sozusagen runter reduziert, muss politisch notwendigerweise reduziert werden wieder und zugeschrieben werden auf Frauen und Männer. Von daher ist für mich Gender Mainstreaming eine positive politische Entwicklung in vielerlei Hinsicht. Es ist sozusagen theoretisch, ist es in vielerlei Hinsicht ein Rückschritt. Das meinte ich damit mit den konservativen Implikationen. Da war die erste, hier vorne die zweite. Zunächst vielleicht eine kleine Anmerkung, ich stimme Ihnen zu, aber das werden Sie sicher wissen, die Genese von Gender Mainstreaming war ursprünglich eine andere und war auch ein Trick, der nach hinten losgegangen ist, gebe ich Ihnen völlig recht. Und jetzt haben wir den Salat, keine Frage. Die zweite, wo ich nicht ganz zustimme oder wo ich das nicht so locker sehe, ist zum einen für mich ist der damalige Kampf von Alice Miller, Schwarzer, gegen Pornografisierung nach wie vor stimmig. Und für mich ist auch die sexuelle Unterdrückung der Frauen nach wie vor stimmig, weil es ist ja sehr ein ethno- oder eurozentristischer Blick. Ja, ich meine, ich komme jetzt gerade aus dem Libanon, da schaut das schon ein bisschen anders aus. Ja, da bräuchte ich mir schon eine andere Frauensolidarität. Also so locker ist es nicht. Und ich sehe hier die Lösung jetzt sozusagen nicht, aber es ist vielleicht jetzt auch meine Generation im Cyberspace. Also ich denke, die Reality, die reale Welt ist schon noch sehr brutal, was die Sexualität der Frauen und die Fremdbestimmung der Frauen anbelangt. Ja, ich glaube, ich habe nicht gesagt, dass diese Situation, dass die nicht mehr existiert, sondern ich habe versucht, bei den Killermädchen darauf hinzuweisen, ich meine, diese ganzen, ich habe das sozusagen anhand der Filmtitel ja nur jetzt vorgeführt, die sprechen auf eine ganz deutliche Sprache. Das ist sozusagen ein enormer Überlebenskampf, der alles inkludiert zu führen ist und dass es dazu eben nicht ausreicht, ich sage es ein bisschen überspitzt, ein hübsches Mädchen zu sein, sondern eben ein Mädchen, das sozusagen kämpfen muss, das schnell ist, das fit ist, das sozusagen weiß, worum es geht, das zuschlagen kann. Das sind doch alles irgendwie Dinge, die schon auf diese Grobheit und Rauheit der Gesellschaft verweisen. Also das möchte ich schon betonen. Und ich habe an einer Stelle, glaube ich, schon sehr klar gesagt, dass ich auf die westlichen Industrienationen bezogen, also es wäre ja völlig fatal, von diese Geschichten jetzt sozusagen globale Welt sich zusammen vorzugehen. Also, ja. Danke. Ich bin natürlich verloren. Eine kurze Anmerkung. Könnte es nicht sein, dass wir auch analysieren müssen, genau dieses Zusammenfallen der Ökonomie, der neuen Ökonomie des Neoliberalismus mit einer Theorie, die sozusagen die materielle Seite des Körpers eigentlich kulturell versteht und gleicherzeit mit einem Zusammenfallen der neuen Reproduktionstechnologie, die ja genau Sexualität überflüssig macht. Also ich denke mir, diese drei Bedingungen und Veränderungen ja, sagen doch auch sehr viel aus und sollten auch überlegt werden. Es geht ja bei der Judith Butler sozusagen, sie hat ja viele Wendungen ja auch gemacht und sie hat in ihren letzten Büchern auch sich mit Rassisierung, Prozessen der Rassisierung auch beschäftigt. Das heißt, sie ist ja wiederum auf eine eher politischere Dimension zurückgekommen und bleibt nicht nur in der kulturell generierten Identitätspolitik. Demgegenüber, denke ich, sind solche Ansätze von Interesse, zum Beispiel nenne ich nur die Nancy Fraser, ja, die sagt, es geht nicht nur um Identitätspolitik, Anerkennungsprozesse, sondern auch um diese ganze Geschichte der Ökonomie, der Umverteilung und eine letzte Idee zu diesen Pornografisierungen seiner Frauen. Ist für mich so ähnlich wie bei den Sexarbeiterinnen, sind sicher auch ökonomische Momente dafür ausschlaggebend. Nicht? Also das heißt, es ist ja nicht nur eine Ästhetisierung
Geschichte und eine Geschichte der, wie kann man sagen, der Bevorzugung von ganz bestimmten Medien, sondern das hat ja auch meistens auch handfeste Gründe, ja, das würde ich mal sagen. Ein letzter Punkt ist, offen bleibt für mich die Geschichte, was heißt erotisches Kapital, ja. Also was sollte das sein, im Hinblick auf was, worauf bezieht sich das? Ich meine, der Bourdieu hat ja sehr wohl sich was dazu, dabei gedacht, als er seine Theorie vom sozialen und kulturellen Kapital entfaltet hat, vom ökonomischen, aber erotisches Kapital ist mal ein großes Fragezeichen. Können Sie es schnell und kurz beantworten, Frau Müller? Der erotisches Kapital sein. Ja, das ist vielleicht ein Kapital, das beispielsweise laut dieser Autorin Catherine Hacking nur Frauen haben. Das ist doch ein enormer Vorteil. Das ist das einzige Kapital, das nur Frauen aufzuweisen haben. Und Männer sozusagen nicht einmal die Chance haben zu lernen. Also ich finde es derartige soziologische Theorien, wie sie hier auf den Markt kommen, absolut ein Produkt des ökonomischen Zeitgeistes. Völlig, also da glaube ich, muss man jetzt, sagt man nichts wahnsinnig Großartiges und Tiefgehendes, wenn man sagt, es gibt sozusagen von einer anderen Autorin, deren Namen mir jetzt nicht einfällt, die hat beispielsweise Schönheitsoperationen als sozusagen den Hinweis der größtmöglichen Demokratisierung bezeichnet. Die gesagt hat, es ist jeder Mann und jeder Frau steht es offen und jetzt können alle schön sein. Und jetzt gibt es sozusagen nicht mehr die von Natur aus ungleichen Setzungen. Und ich meine, das ist für mich ein bisschen so wie mit dem erotischen Kapital. Man hat es, man kann es vergrößern bis zu einem gewissen Grad und dann kann man es sozusagen halt einsetzen. Und wer gut spielt an dieser Börse, gewinnt. Aber das ist etwas für mich, eine Theorie, die ich absolut kontextualisiere. Also wo ich sage, wann taucht was auf, worauf bezieht sie sich und was ist sozusagen der Effekt einer derartigen Theorie oder Theorie, soziologischen Analyse. Ich habe auf einen unangenehmen Effekt hinzuweisen, nämlich die voranschreitende Zeit. Ich darf an dieser Stelle die Diskussion kurz unterbrechen. Herzlichen Dank, Frau Angerer, nochmal. Danke auch für die Wortmeldungen.